Um Brüche in Anki darzustellen, kann Anki die tollen LaTeX-Formeln hier benutzen, wenn man LaTeX installiert hat. Ich habe LaTeX bei mir nicht installiert, ich mache das anders. Das sieht trotzdem, finde ich, ganz schön aus. Ist nur ein bisschen schwieriger. Ich benutze dafür HTML-Tabellen und das sieht, wenn man jetzt sich das mal anguckt, sieht das so aus. Ist relativ grausam. Wenn man aber kurz mal Arbeit reinsteckt, dann kriegt man da auch, also dann geht das dann auch relativ schnell. Was ich hier gemacht habe, ist, das ist, ich markiere das am besten mal alles hier. Das ist eine Tabelle mit zwei Zeilen und zwei Spalten. Der Grund, weshalb es zwei Spalten sind, ist, das ist ein sehr großer Nachteil von Tabellen. Die werden von allen möglichen Browsern oder ich weiß nicht, an wem es hängt, jedenfalls werden Tabellen immer auf der linken Seite dargestellt, nicht mitten in der Zeile. Und neben der Tabelle links oder rechts kann auch nichts mehr stehen. Und um das Problem zu beheben, also normalerweise, wenn ich das jetzt hier zum Beispiel, ich kann jetzt hinter die Tabelle hier nichts mehr schreiben, sondern alles, was ich danach schreibe, kommt unten rein. Damit ich aber eben jetzt hier von dem Bruch des Ergebnisses da rechts daneben habe, ist der Teil eben auch nochmal in der Tabelle drin. Der Bruchstrich wird gemacht, indem ich. Oh, das war das falsche Fenster. Der Bruchstrich wird gemacht, indem ich der Tabelle sage, dass sie ein Bottom Border Solid und Border Width ein Pixel haben soll. Damit die zweite Zeile mit der 2 hier in der Mitte steht, gibt es eine neue Zeile, beziehungsweise in HTML-technisch eine neue Zeile, die einfach Rowspan 2 hat. Dadurch wird sie so groß gemacht. Die HTML-Einzelheiten will ich eigentlich nicht so erklären. Jeder, der sich damit auskennt, der weiß, was ist. Und jeder, der es nicht weiß, der sollte sich einfach, wenn er Interesse hat, ein kleines HTML-Tutorial zum Thema Tabellen angucken. Table. Worauf man achten muss, ist, dass wenn man eine Tabelle einfügt, ich hole mir das mal gerade hier raus, wenn man einen Fehler macht, dann kann man sich das Anki ordentlich zerschießen. Sag ich mal ordentlich, so nicht, aber sagen wir, das ist meine Tabelle, das ist die von eben, und ich würde hier die Table Text vergessen. Und Anki scheint die Oberflächen über HTML aufzubauen. Jedenfalls, hier fehlen jetzt die anfänglichen Table Tags und das Ergebnis sieht dann so aus. Relativ bescheiden. Die Sachen stehen nicht mehr im Feld drinne, das Feld selbst ist leer. Und wie man jetzt gesehen hat, ich habe mir das Feld angeguckt und alles, was unten drunter war hier, ist jetzt weg. Das heißt, die Daten sind weg. Wenn ich sie nicht irgendwie in der Zwischenablage habe, dann sind die weg. Was ich aber machen kann, ist, gingen wir mal davon aus, ich hätte es vergessen und dann sieht es so aus und ich habe die Daten nicht mehr in der Zwischenablage und dann kann ich das aber hier kopieren. Steuerung C. Man kann immer so machen hier. Dann jetzt kopieren und hier einfach in das Feld einfügen. Und der fügt es dann einfach so passend ein. Ich weiß nicht, wieso der das jetzt hier mit den längeren Pfeilen mal gemacht hat. Sieht ein bisschen anders aus, aber jedenfalls die Daten sind dann nochmal da. Damit sowas aber nicht passiert, als Vorbeugung kann ich dazu raten, dass man am besten einfach ein Notepad aufmacht und nicht so. Ein Notepad aufmacht und hier irgendwelche Sachen bearbeitet, die dann kopiert, hier drüben einfügt und wenn irgendwas schiefgegangen ist hier, dann sind sie immer noch hier in meinem Notepad. Außerdem lassen sich im Notepad auch Sachen besser bearbeiten. Es muss nicht Notepad sein, aber es ist für mich das Einfachste und Schnellste, was geht zum Öffnen, deswegen mache ich es damit. Um die Gleichungen alle hier schnell parat zu haben und nicht immer per Hand einzutippen, habe ich eine entsprechende Datei dafür, die mir bestimmte Templates zur Verfügung stellt. Templates, Vorlagen. Zum Beispiel diese Tabelle hier macht im Grunde diese Tabelle hier, wo ich einfach hier jetzt irgendwas eintragen kann und hier irgendwas eintragen kann und hier dann auch nochmal ein gleich 632 eintragen kann. Wenn ich ein bisschen mehr haben will, also jetzt habe ich hier zum Beispiel eine komplizierte Gleichung, dann habe ich mir da mal ein bisschen mehr irgendwann zusammengestrickt. Das ist so im Laufe der Zeit gewachsen. Dann sieht es so aus. Das kann ich jetzt, also ich meine, da stehen jetzt irgendwelche Werte drin, aber ich kann es jetzt nach Belieben verändern. Ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, 10 durch 5 ist, sofern ich die Vorlagen habe, dann geht das eigentlich ganz gut. Und was habe ich noch als Vorlagen mit Bruchinhalt? Ich will jetzt auch nochmal auf die Klammern eingehen.
machen. Ein Problem habe ich, wenn ich jetzt zum Beispiel hier, oh, das ist ein Bruch, genau, das ist ein Bruch mit Klammern. Das Problem mit den Klammern ist, dass man ja große Klammern braucht, wie hier. Und die Lösung, die ich dafür gefunden habe, ist einfach, dass ich die Font Size ganz hoch stelle und dann eine ganz normale Klammer reinsetze. Designtechnisch ist das eine Katastrophe. Ich kopiere immer wieder also wie hier zum Beispiel, ich habe da keine CSS-Sachen irgendwie dahinter, sondern ich kopiere einfach dieselben Sachen immer wieder rein. Bis jetzt hat sich's bewährt, ich habe noch nichts Schlimmes gemerkt. Genau.